Babypuppen. Oh, Nicole, hier gibt's aber tolle Sachen. Allerdings, Pippa. Hallo Freunde, wir wollen heute für Mini Baby Bonn tolle Sachen kaufen. Mal schauen. Hallo, willkommen in meinem Laden. Schaut euch doch bitte mal um. Pippa, was müssen wir denn alles für Mini Baby Bonn kaufen? Mal sehen. Wir brauchen einen Schnuller, ein Fläschchen und einen Babybreiteller. Hier haben wir alles, was wir brauchen. Wir nehmen diesen kleinen Schnuller, dann ein Fläschchen. Ah, das hier ist schön in Rot und Rosa. Und hier haben wir kleine Tellerchen für Babybrei. Hier habe ich einen Warenkorb für euch. Und jetzt kaufen wir was zum Anziehen. Mal sehen. Oh, dieses Kleid ist schön. Das ist aber zu groß. Nicole, schau mal. Hier hat es kleinere Kleidung. Mal sehen. Das hier müsste passen. Und das. Was brauchen wir noch? Ah, eine Mütze und Schuhe. Der Strohhut ist zu groß. Aber diese Mütze müsste passen. Schuhe, mal sehen. Ja, die nehmen wir. Und zum Schluss brauchen wir noch ein Töpfchen. Die sind hier. Die sind für große Babybornpuppen. Ah, hier sind die kleineren. So, wir haben alles, was wir brauchen. Wie viel kostet der Einkauf denn? Schauen wir mal. So, das macht zusammen 1500 Moneten. Ich bezahle mit Karte. Dankeschön. So, wir sind vom Einkaufen wieder zurück. Pippa? Jetzt ziehen wir Mini Baby Bonn an. Jetzt packen wir noch das Fläschchen aus. Oh, schau mal. Da ist sogar auch ein Schnuller dabei. Jetzt hast du zwei. So, jetzt haben alle Babybornpuppen, was sie brauchen. Mini-Babyborn, kleine Babyborn und die große Babybornpuppe. Tschüss!